Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute gibt es mal was Neues und zwar Miscreated. Für die Leute, die noch nie davon was gehört haben, es ist so eine Art DayZ. Entschuldigung, ich bin ein bisschen krank. Für die Leute, die sich fragen, warum ich heute ein bisschen huste. Wie gesagt, bin ein bisschen erkältet, aber naja, kann passieren. Zurück zum Spiel, Miscreated, hier ist eigentlich dasselbe wie in DayZ, das heißt looten und komische Biester killen und ja, es ist jetzt etwa ein Monat her, seit ich das letzte Mal hier gespielt habe und es sind doch ein paar Updates rausgekommen, ich weiß zwar nicht genau was, ich habe mich nicht wirklich informiert und ich dachte mir jetzt einfach, ich teste das mal, was hier alles Neues gibt, was es so Neues gibt und ja, nehme ich euch mit, natürlich. Gut, als erstes würde ich einfach mal sagen, wir klicken mal auf Join Server. Und... ja, das Spiel scheint ja sehr beliebt zu sein. 7. Oh mein Gott, ja gut. Der Ping ist auch nicht der beste. Egal. Ich join dem jetzt einfach mal und wir gucken mal, was passiert. Es gab ja irgendwie Gerüchte oder ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Miscreated ist ja eine Zeit lang aus Steam verschwunden, weil es Urheberrechtsverletzungen gab. Irgendwie, weil sie Coca-Cola wirklich Coca-Cola benannt haben und solche Dinge. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich sich um Cola handelt, aber jedenfalls um irgendwelche Marken, die sich beschwert haben sollen, dass sie in Miscreated vorkommen. Und ja... absoluter Schwachsinn in meinen Augen. Es ist ja immerhin gratis Werbung, wenn man so will, für die Leute. Und ja, naja, ich trinke jetzt kurz was, obwohl ich nicht gesponsert bin. Zeige ich auch die Büchse nicht in die Kamera. Ha! Wenn mich jemand sponsoren will, Kommentare schreiben. So, irgendwie, ich weiß nicht. Das Spiel will nicht laden. Naja. Ah? Jetzt geht was. Sehr schön. Ich hoffe doch mal, es funktioniert. Ist ja immerhin noch Early Access. Wie so viele tolle Spiele sind. Ja, Early Access. Das kann Vor- und Nachteile haben. Vorteile sind klar, man kann früh spielen, man kann sich an der Entwicklung beteiligen, aber die Nachteile, naja, man kriegt halbfertige Spiele und dann versuchen wir halt EU1. Das habe ich vorhin gewählt. EU, ich weiß nicht, egal. Naja, eben, zurück zum Thema, man kriegt einfach halbfertige Spiele und wenn man nicht so die super Nerven hat, dann kann es schon mal anstrengend werden. Aber ich denke, alle Leute, die DayZ oder sowas kennen, die wissen, was anstrengend bedeuten kann. Und von daher sollte eigentlich alles andere locker sein, würde ich mal sagen. So, ich gucke jetzt mal, ob das hier funktioniert oder nicht. Und ich hoffe mal, weil... ja, ich möchte euch ja gerne was vom Spiel zeigen und nicht nur ein Ladebildschirm. Ist ja auch nicht so toll, ne? So, das komische Atomzeichen unten dreht sich. Und, ich hoffe mal, es funktioniert wirklich. Opa. Und? Großer Moment. Ja, ich höre was. Ui, und es ist Nacht. Das ist natürlich... ja, hier baut er sich noch ein bisschen auf. Aber irgendwie ist es ein bisschen scheiße, dass Nacht ist, ne? Dann sieht man ja gar nichts. Gar nichts, gar nichts. Aber egal, ich laufe jetzt einfach mal hier hoch.
zum Glück mal nicht. DayZ Engine läuft eigentlich flüssig, ohne Probleme. Und ja, gucken wir mal. Es gibt hier so komische Mutanten, also keine Zombies. Aber irgendwie, Leute, sieht ja schon cool aus bei Nacht, aber ich muss mir einen Server suchen, der bei Tag läuft. Leaf. Das muss jetzt kurz sein, sonst drehe ich durch. Und ihr seht sowieso nichts mehr. Dann später im Video, ich gucke jetzt kurz, hier 10.58 Uhr, der passt. Join. Ja, den nehmen wir jetzt. Ich werde mal kurz hier einen Schnitt setzen, dass ihr nicht wieder den Ladebildschirm abwarten müsst. Und bis gleich. Ja! Woohoo! Leute, wir haben es geschafft! Nach... Oh mein Gott! Ich übertreibe jetzt wirklich nicht und ich habe jetzt sicher mindestens 20 Minuten versucht, auf den verdammten Server zu kommen. Boah, das... Oh. Early Access hin oder her, aber... Boah, das war jetzt anstrengend, verdammt nochmal. Das Spiel 1000 Mal neu gestartet und... Holy shit! Okay, aber egal. Jetzt läuft es. Und ja, was soll ich sagen? Gucken wir mal, ob wir was finden hier da vorne. Der Turm. Der ist doch schon mal ein guter Anhaltspunkt, würde ich sagen. Ja. Wie schon gesagt, das Spiel ist eigentlich wie DayZ. Man spawnt hier im Nix und ja, muss man sich hier... Oh, ich sehe, alles ist schon ein bisschen rot unten rechts, die Anzeige. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon schlimm ist. Ich denke mal nicht. Aber man weiß ja nie. Ja, ich muss sagen, das Spiel läuft eigentlich... Oh, ein Haus. Läuft eigentlich ganz schön flüssig. Guckt eigentlich... Ja, sieht ganz schön aus. Und gucken wir mal, was wir hier finden. Get out of here. Also wir sind hier schon mal sehr willkommen. Und ich weiß noch, das habe ich noch in Erinnerung, der Loot ist ziemlich schwer zu sehen. Also man muss schon sehr genau hingucken. Hier ist nix. Wahrscheinlich habt ihr schon wieder 1000 Dinge gesehen, die ich hier übersehe, aber... Egal, was soll's. Gucken wir mal weiter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie die Karte ausschaut oder ja, was es hier alles so gibt. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. Und ich habe keinen Plan, wie ich irgendwie an Essen kommen soll oder irgendwas. Hier findet man hier was in den Wagen. Kurz gucken. Nee. So. Ich hoffe mal, hier sind keine Mutanten irgendwo. Ist nichts drin. Nix, einfach nix. Ja, schöner Bus, ne? Aber wie gesagt, ist ja Early Access. Und ja. Ich weiß nicht. Fahrzeuge, die funktionieren, gibt es glaube ich nicht. Bin ich jetzt aber eigentlich nicht, ehrlich gesagt, nicht mal sicher. Aber was es hier sicherlich gibt, ist wenig Loot. Wie ihr seht, das erste Haus hatte einfach gar nichts drin. Und ich glaube, mit F1 kann ich hier noch Third Person umschalten.
Und ja, die Animationen sind jetzt nicht der Hammer. Ist halt schon nicht so geil wie in DayZ, aber ist ja noch Early Access und sie haben ja noch viel Zeit, bis sie so weit sind wie DayZ. Die sind ja eigentlich schon etwas länger dran und man hat da auch... Ich dachte, ich habe was gehört. Ja, DayZ, die sind ja auch schon ewig lang am Entwickeln und trotzdem hat man das Gefühl, das Game, ja, ist immer irgendwie dasselbe. Ich habe Schritte gehört irgendwo. Aber egal, ich bin ja ein Newbie. Wenn sie mich töten, dann töten sie mich halt. Survive in style. Yeah. Ich denke mal, das ist ein Screenshot wert. Dann gehen wir mal, wo sollen wir hier rauf oder da lang? Welcome to Sultan. Gehen wir nach Sultan. Sultan. War nicht eine Tankstelle oder irgendwas? Oh, ein Haus. Sehr schön. Gehen wir doch kurz gucken, würde ich sagen. Ich habe jetzt nicht wirklich nachgelesen. Ah, zwei Häuser. Drei Häuser. Sehr schön. Ich habe jetzt nicht wirklich nachgelesen, was es so für Updates gab. Aber ich hoffe mal, wir werden das rausfinden. Was ich gesehen habe, ist ein paar Kleider hat es gegeben. Und ein paar Waffen, glaube ich. Und mehr weiß ich eigentlich nicht. Aber ich hoffe, es ist nicht so wie damals. Einfach nur... Yeah. Pipsi. Es ist nicht einfach wie damals nur eine Grafikdemo. Kann man ja eigentlich sagen, war es damals. Weil viel konnte man nicht machen. Und ja, ich hoffe mal, es hat sich hier ein bisschen geändert. Aber der Loot... Oh, ein Helm. Nett. So, der hat er auf dem Kopf. Okay. Immerhin, ein Helm und eine Pipsi. Ja, so wie es aussieht, haben sie hier jetzt eigentlich schon geil gemacht. Das sieht eigentlich schon ganz cool aus hier. Wenn nicht die Äste durch die Wand glitschen würden hier. Eigentlich ganz cool. War das was? Nee. So. Ja, hoffen wir. Wir können hier noch etwas mehr machen. Finden hier noch was Cooles. So ein Rucksack wäre mal praktisch. Oder eine Knarre wäre natürlich cool. Aber hab nicht große Hoffnungen, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, der Loot ist hier sehr schwer zu finden. Und ja, ich bin sicher schon an 10 Dingen vorbeigelaufen, die ich eigentlich hätte mitnehmen können. Irgendwie sieht hier alles so aus, als könnte man es benutzen oder mitnehmen. Sehr viele Dinge. Und das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Was ist das denn? Nix. Dafür den richtigen Loot, den man brauchen kann, übersehe ich. Das weiß ich ganz genau. Und ja. Okay. Hier ist nix. Einfach nix. Wieder runter und ins nächste Haus. Was ist eigentlich für Bilder hier? Hm. Nicht mein Fall. Okay. So, nehmen wir mal die andere Straßenseite. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Ich hoffe mal, uns schießt keiner in den Rücken. Das wäre nicht wirklich nett. Und... Entweder war hier schon jemand, ich bin blind und sehe einfach die Scheiße nicht, da wächst Gras im Klo, oder es ist einfach wirklich nichts, was man hier mitnehmen kann. Irgendwie, hier noch kurz gucken, Wohnzimmer. This place is overrun. Go north.
Ja, wenn ich wüsste, wo der Norden ist, könnten wir das gerne machen. Aber ich habe keinen Plan. Kein Plan. Bitches for life. Acid. Ja, okay. Ich würde sagen, gucken wir mal weiter. Ah, hier gibt es noch einen Stock. Und hier ist natürlich nix. Nix, nix. Gut, dann gehen wir wieder nach unten. Diesmal waren wir. Dann gehen wir hier mal rein. Keep out. Nee. Nix. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob hier schon jemand war oder ob das wirklich so verdammt selten ist, dass man hier was findet. In Miscreated. Ich kann es nicht sagen. Oh, eine Sonnenbrille. Brille, Brille. Nimm die. Hallo? Nimm die Brille mit. Verdammt nochmal. Was soll das? Hallo? Kann ich sie nicht wegen dem Helm? Nee, Eis. Sollte ich doch mitnehmen können. Hallo? Hallo? Geht nicht. Naja. Wäre schon cool, wenn man die Dinge hier zusperren könnte. Ich muss kurz ein bisschen anders hinsetzen, so. Wenn man hier die Dinge zusperren könnte, wie die Türe da. Das wäre schon geil. Da könnte man so richtige Bunker bauen und so. So, was haben wir hier? Pick up Rock. Ja, haben wir einen Stein eingesammelt. Toll. Tennisschuhe. Was haben wir denn hier? Tennisshoes. Okay, dann. Ups. Okay. Dann lassen wir das. Gucken wir mal weiter. Etwas zu essen wäre mal cool. Oder zu trinken. Oder einen Rucksack oder eine Knarre oder irgendwas. Ich brauch Loot. Ich bin irgendwie verwehrt. War ich hier schon? Ich sollte mich etwas konzentrieren. Ich bin immer noch gewohnt von DayZ die ganze Zeit Tabulator zu drücken. Aber das bringt hier nichts. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie schon scheiße, wenn man hier nichts findet. Einfach nix. Nix. Nix, nix, nix. Das sieht wirklich alles so aus, als könnte man es irgendwie mitnehmen oder benutzen oder so. Upp. Blepsi. All die zerstörten TFTs hier. Oder LCDs, wollte ich sagen. LCDs. Ich weiß jetzt nicht, ob der Loot einfach selten ist oder ob nicht mehr Dinge. Doch, eigentlich sollten wir doch schon was finden, nicht? Ich weiß jetzt nicht, was es alles schon gibt hier im Spiel, aber wenigstens einen Rucksack oder irgendwas sollten wir schon finden oder was zu essen oder zu trinken oder ich weiß auch nicht. Kann doch nicht so verdammt schwierig sein, Mann. Diese Scheißhütte ist leer. Wollen wir? Ja, komm. Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier war schon jemand. Dass alles leer ist. Das kann doch nicht sein. Wisst ihr was, Leute? Ich gucke jetzt noch dieses. Ja, was ist denn das für eine Tapete? Cupcakes! Oh mein Gott! Da gibt es noch einen Stock, ne? Jetzt mal kurz. Hier ist einfach komplett leer. Ich drehe durch. Okay, wieder runter. Ups, runter. So. Und dann würde ich sagen, ich gehe mal einfach weiter der Straße nach. So, ein bisschen einrichten hier. Alles wieder gut.
Ja. Geh einfach mal ein Stück weiter. Dann irgendwann werden wir wohl ein Haus finden, das noch nicht leer gelootet ist. Gloves, habe ich doch gesagt. Jetzt. Tolle Handschuhe. So, und jetzt weiter. Komm, hier in den Rucksack. Fuck. Essen. Essen. Ich habe keinen Platz. Verdammt. Kann ich das? Pepsi. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was gebracht hat, aber ich hoffe doch mal. So. Gucken wir mal weiter. Don't enter this house. Hier hat es sicher was Gutes drin. Da waren wir hier schon. Oh, ein Spieler! Ein Spieler! Ein Spieler! Ich hoffe mal. Schreibt den mal. Fragt, was ich will. Ich habe gefragt, wo ich den Rucksack oder irgendwas finden kann. Keine Ahnung, was der vorhat. Fragt, ob ich andere Leute gesehen habe. Ich schreibe ihm jetzt, dass er der Erste ist, den ich gesehen habe. Mal gucken. Der wird mir eh ins Gesicht schießen, das weiß ich jetzt schon. Ich frage mich sowieso, was hat der für ein komisches Gesicht? Ein komisches Gesicht. Irgendwie. Soll ich den schlagen? Ich versuche ihn zu schlagen, nicht? Nee, was hat er mir gegeben? Canteen! Er hat mir eine Knarre gegeben. Er hat mich gefragt, ob ich Munition will. Ich habe ihm geschrieben, ich will natürlich Munition. Gut, das ist ein bisschen scheiße, ihr könnt den Chat nicht sehen. Aber, naja, ich kann leider nicht mit dem Typen reden. Ich muss schreiben. Er hat gefragt, wo ich hier bin. Und, ja. Er ist von Polen, hat er gesagt. Er hat gesagt, ich soll es nehmen und mich verpissen. Er hat gesagt, Dankeschön.
Nehmen wir das mal. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie... Ja, er hat gefragt, ob ich ein Noobie bin. Und ja, das bin ich natürlich. Aber ich frage mich, wie ich die... Ah. Okay, ich habe es rausgefunden. Ja, okay, ich habe es rausgefunden. Gefragt, ob ich in eine Party will mit ihm. Ich habe geschrieben, nö. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe gar nichts geschrieben. Ist ja nett von ihm, aber jetzt verfolgt er mich. Ich brauche einen Rucksack. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe das Gefühl, irgendwie plötzlich schießt er mir in den Kopf. Aber ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Er hat mir ja immerhin... Oh, Combat Boots. Sehr schön, würde ich sagen. Bye bye. Und hoppa. Sehr nice. Ups. Geh. Ich brauche unbedingt einen Rucksack. Ein Rucksack wäre... Verdammt nochmal cool. Könnte ich auch alles mitnehmen. Tennis-Shoes. Nee. Leute, was meint ihr? Canned Meat. Nehmen wir natürlich Büchsenfleisch. Ey, ein Rucksack. Wupp, wupp. Wie geil ist das denn? Yeah. Wie geil ist das denn, Leute? Wie geil. Okay. Irgendwie wäre zwar voll scheiße irgendwie, aber ich würde den Typen gerne über den Haufen schießen. Ich weiß nicht wieso. Einfach noch, weil ich noch nie in diesem Spiel geschossen habe. Und ja. Wäre sicher cool, ne? Aber nee, machen wir natürlich nicht. Würde mir ja nie in den Sinn kommen, sowas. Nee, nee. Dann ändert das Gefühl. Ändert. Er das Gefühl, dass er mich erschießen will. Warte mal, von hier sind wir gekommen, ne? Dann sind wir hier looten gegangen. Ja, okay, wir müssen in diese Richtung laufen. Ich frage mich jetzt, wo der andere, wo der Typ hin ist. Ja, hier waren wir drin, ne? Jetzt einfach mal in diese Richtung. Und wenn das Tier mal stehen bleibt, dann schieße ich das mal an. Boom! Geht doch. Ja, und jetzt? Was kann ich. Was kann ich denn? Jetzt kommt der andere Typ sicherlich. Zwar, das kann ich hier irgendwie. Ich brauche vielleicht ein Messer, ich weiß nicht. Ja, in jedem Fall, die Knarre funktioniert. Yeah, Knarre.
Was jetzt noch geil wäre, wäre ein anderer Spieler. Mich juckt es an der Nase. Könnte eigentlich mal kurz hier einen Schluck trinken. Und dann weiter gucken. Irgendwie hat das Spiel ein bisschen Schwierigkeiten. Seht ihr das oder sehe nur ich das? Wie ist das so? Kleines Geflacker irgendwie. Ich weiß nicht, ob das eben Effekt ist oder. Auf jeden Fall, das Spiel läuft einigermaßen. Ja, man kann schon sagen, es läuft flüssig. Und ja, ist halt leider immer noch nicht wirklich viel drin, denke ich mal. Und was ich besonders komisch finde, ist, dass so verdammt wenig Leute Miscreated spielen. Also auf der Server es war, das war wirklich. Oh, Sunglasses. Nehmen wir natürlich. Ich habe sie nicht mal gesehen, nur weil der Text da stand, habe ich sie gefunden. Ja, was wollte ich sagen? Wieso so wenig Leute Miscreated spielen, verstehe ich gar nicht. Irgendwie ist doch das voll schräg. Für so ein neues Spiel. Und ich meine, es ist abends, es ist jetzt irgendwie 8, 9 Uhr, 10 Uhr, keine Ahnung. Und ich frage mich, wieso kein Mensch online ist. Das ist doch eigentlich die beste Zeit für sowas, nicht? Komisch. Ja. Ich weiß auch nicht. Eigentlich viel mehr gibt es hier noch nicht zu tun, als zu looten und rumzugucken. Das werde ich jetzt einfach noch ein bisschen machen. Hier ist Sackgasse. Gucke ich hier noch kurz rein, wie wir es finden. Nehmen wir die Anzeige unten rechts, wird immer röter. Vielleicht bilde ich mir das nur ein, ich weiß nicht. Aber, naja. So, gucken wir mal weiter. Okay, das war jetzt die Stadt. Hier auch rein. Nicht. Das ist der andere Typ. Wäre cool, wenn der nochmal kommen würde. Könnten wir den über den Haufen schießen. Nee, natürlich nicht. Und ja. So. Laufe ich bestimmt die Häuser wieder ab, in denen ich schon war. Aber ich würde sagen, auf der Garage, das ist sicher was Gutes, ne? Nichts. Einfach nichts. Nichts. Da waren wir schon mal. Oder ist es dasselbe Haus? Ich weiß nicht. Hoppala, noch eine Trinkflasche. Nehmen wir natürlich. Komm schon. Komm, komm, hallo. So. Was ist hier? Nix. Und hier? Eine Badewanne hatten wir vorhin, Glück. Nix. Noch eine Flasche. Oh mein Gott. Oh, eine Kirche. Eine Kirche. Gucken wir mal, was in der Kirche schon so drin ist. Noch kurz hier. Ich dachte, ich habe was gehört. Hm. Panik hier. Bandage, sehr gut. Und noch eine Kantine. Nehmen wir natürlich. Ja, zu trinken haben wir, denke ich mal, genug für eine längere, für einen längeren Campingausflug. I have weapons. Da gucken wir doch gleich mal rein. Hm. Nix. Nix, nix. Ravioli. Nix. Nix, nix, nix.
Hier in den Häusern finde ich irgendwie die Frames droppen ein bisschen, aber ist noch akzeptabel, würde ich sagen. Aber außerhalb von den Häusern läuft das Spiel eigentlich. Den Glaseffekt finde ich ja geil. Ups. Ja, was wollte ich sagen? Eigentlich das Spiel außerhalb von Häusern läuft relativ flüssig und hier drin, ja, sind ein bisschen die Drops, aber eigentlich kein Problem. Hier sind hier keine Fenster drin. Oder doch, hier sind Fenster drin. Nicht? Hm. Unten war es Milchglas und hier oben eine Fensterscheibe. So. Jetzt mal in die Kirche. Hoppa. Irgendwie ein bisschen leer. Wirklich alles leer. Friedhof, der ist immer gut. So, jetzt möchte ich eigentlich gerne mal so einen hässlichen Bastard treffen hier. So eine miscreated creature oder wie man dem sagen will. Will. Hier lang. Bushaltestelle. Ich wünschte mir Altes würde so aussehen und so flüssig laufen. Wäre schon geil. Häuser in dem waren wir auch schon, oder nicht? Ja, gucken wir mal weiter. Irgendwie ist das Spiel hier langweilig, ich weiß nicht. Es passiert so nichts und bäh. Aber, naja. Ja, ich sitze mal hier in einem Busch. Und ich würde sagen, das wär's. Von Miscreated für den ersten Teil. Wenn ihr noch mehr Teile sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich denke, ich höre jetzt auf zu spielen. Für mich ist das Spiel zu langweilig und ja, ich hoffe, es kommen noch ein paar Dinge. Sie bauen noch etwas ein und es wird nicht zu PvP-lastig, so wie DayZ leider ist. Und ja, dann könnte das eigentlich ganz cool werden hier Miscreated. Wenn ihr anderer Meinung seid oder so, schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!